Eine Verkehrsverbesserung wird die neue Schnellzug-Diesellok V200/1 mit Beginn des Sommerfahrplanes auf der Strecke München-Lindau bringen. Diese Weiterentwicklung der bewährten V200 verbirgt hinter ihrem nahezu unveränderten Äußeren eine um 25% höhere Leistung gegenüber ihrer Vorgängerin. Das neue Prunkstück der Bundesbahn erreicht bei einer Leistung von 2700 PS 140 Stundenkilometer und wird ab 25. Mai die Schnellzüge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km durch das schwäbische Land ziehen. Die dafür erforderlichen Umbauarbeiten am Gleisoberbau sind bereits durchgeführt, wie hier die Brücke über den Lech bei Kaufering mit ihrer neuartigen Gleislagerung auf Gummiplatten. Der Einsatz der mit einer ebenfalls neuartigen elektropneumatischen Steuerung und mit einer elektronisch gesteuerten Sicherheitsfahrschaltung ausgerüsteten Diesellokomotive wird sich vor allem in einer Zeiteinsparung von 20 bis 27 Minuten zwischen München und Lindau auswirken.